Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Back to the Future, the Game. Ja, wir sind mittlerweile schon im dritten Part angekommen, also im dritten Kapitel. Bürger Braun nennt sich das alles. Ich habe mir übrigens vorgenommen, nochmal das komplette Spiel durchzuspielen, obwohl ich entweder ab Kapitel 3 oder ab Kapitel 4 in 1080 hochgeladen habe. Aber ich habe einfach Bock, das Spiel nochmal komplett auf meinem Kanal hochzuladen. Und wenn alles online ist, also die ganzen fünf Kapitel, dann werde ich ja die vorige Aufnahme komplett löschen. Ne, also das, was ich damals aufgenommen habe, ich weiß es ist nicht, 2012 oder was das war. Naja, gut. Neues Spiel. Das ist übrigens jetzt das Kapitel, was ich nicht so leiden kann. Also mir gefällt dieses Kapitel nicht so gut, aber okay, kann man nichts machen. Es gehört trotzdem zum Spiel dazu. So, nein, danke, ich bin nach wie vor ein erfahrener Spieler. Bis gleich. Doc! Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja, Freunde, da bin ich auch wieder. Ja, wir sitzen da oben im DeLorean fest und da unten ist Jennifer Parker, unsere Freundin? Ex-Freundin, wie auch immer. So, wir müssen irgendwie erstmal gucken, wie wir hier runterkommen, oder? Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Okay. So, so machen wir sie erstmal aufmerksam. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal Jennifer? Und tschüss. Tja. Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Ist so, ne? Tja, Jen. Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Nein, es ist kein DeLorean. Das ist, keine Ahnung, was das ist. Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist er in der Werbetafel gelandet? Vergiss das! Hilf mir einfach, in Ordnung? Und wer sollst du sein? Luke oder Beau? Das ist nicht witzig, Jennifer. Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr! 1986. Oh. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Jennifer, du siehst anders aus. Darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf
Worauf willst du hinaus? Was hast du an, Jennifer? Du siehst... genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Das war mal unsere Freundin? Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Heldras Gelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Was machst du? Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Ist er gestohlen? Ja. Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Kannst du mir runterhelfen? Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Die Tür klemmt. Kannst du sie öffnen? Ich komme nicht ran. Und schon gar nicht klettere ich unter dem Auto herum. Es fällt mir sonst noch auf den Kopf. Kannst du jemanden anrufen? Einen Abschleppwagen? Wach auf. Ich habe schon genug Probleme. Ich werde niemandem erzählen, dass dein DeLorean eine Werbetafel zerstört hat. Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ah. Ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ein Montiereisen? Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier-wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Alles klar, sie will auf jeden Fall was sagen. Lass mich mal kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. So, Inventar. Wir haben eigentlich nur noch Kit Tennants Flachmann, wo sie eventuell was mit anfangen könnte. Also von daher, bitteschön. Jennifer! Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Ach, hier. Im Jahr 1931 war der leer. Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kit Tennant? Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Oh, klasse. Was jetzt? Ups. Oh. Eure Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin. Steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden. Oh oh. Okay. Ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Haben wir das? Haben wir das wirklich? Ich weiß es nicht. Na gut, Freunde. Also, wir benutzen das Montiereisen. Und montieren damit das den Reifen ab. Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Ich weiß. Denk nach, Marty. Denk nach. So, Freunde. Dann kaputter DeLorean. Aber irgendwo
Hier hat sich auch die Batterie versteckt. Die wir natürlich benutzen können. 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. So, die Batterie benutzen wir mit dem Rad. Mal sehen. Rot an Minus, schwarz an Plus. Ein fliegender Reifen. Na super. Das klappt auch nur bei Zurück in die Zukunft. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Ja. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. Ja, aber Doc zu finden, das erweist sich als etwas schwieriger als üblich. Ist so sauber. Guten Morgen, Bürger. Ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Was geht hier vor, Doc? Oh Mann, mein Hill Valley war nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9EEE. Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB714. Was haben Sie vor, Bürger? Poloshirt? Haben Sie einen Sitzen, Bürger? Hände hoch und Beine auseinander. Hey, was tun Sie da? Ruhe, halten Sie still. Nichts. Was haben Sie heute vor, McFly? Tja, was ich heute vorhabe, ich habe vor, bis 17.30 Uhr noch aufzunehmen. Wir haben schon 16.10 Uhr, deswegen werde ich mich ein bisschen beeilen. Aber was war die vor? Das werden wir jetzt herausfinden. Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einser-Schüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Heftig. Warum filzen Sie mich? Glauben Sie, ich habe eine Waffe? Waffen, Schmuggelware. Schmuggelware? Du weißt schon. Alkohol, Kippen, Kaugummi, Hunde, Kaugummi Gummibärchen. Komm schon, McFly. Du weißt genau, dass die Unkenntnis der Bürgerverordnung 2XM keine Entschuldigung ist. Alles klar. Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden.
Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst bekommt. Seit wann sind Sie Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifer's Dad einen Cop gemacht. Tja. So, damit sind wir erstmal hier fertig oder geht's hier weiter? Nein. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Oh. Okay, jetzt können wir uns endlich mal ein bisschen frei bewegen hier. Wir gucken uns erstmal das Schild hier an. Warten Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß verwenden. Hill Valley ist stolz auf sein ausgeklügeltes Mülltrennungssystem. Wie viel Aluminium ist in dieser Dose enthalten? Verwenden Sie dafür stets das blaue Sammelgefäß. Ist das Glas grün, durchsichtig oder braun? Das ist ein Unterschied. Denken Sie daran, dass alle Produktetiketten mit einem Mikrochip ausgestattet sind, um Müllsünder schnell zu finden. Okay. Also Freunde, wenn ich in so einer Stadt leben würde, ich glaube, ich würde mich erschießen. Ich könnte das nicht lange aushalten. So, wo liegt unser Einsatzziel? Erkunde dieses schöne neue Hill Valley und finde Doc. Ja, Doc, ich weiß ja, wo der ist, aber... Was haben wir hier? Tisch. Burger Plus? Statue. Oh. Macht Spaß, Kleiner. Ja. Wer spricht da? Versuchte Zerstörung öffentlichen Eigentums verstößt gegen C64. Ich wollte sie nicht zerstören. Nehmen Sie Ihren Strafpunkt. Alter Schwede. Irgendwas Gutes hat es ja, wenn man sowas macht. Ne? Stellt euch mal vor, ihr würdet irgendwann in eurer Stadt irgendwas machen, Kaugummi auf dem Boden oder weiß der Kuckuck was und auf einmal würdet ihr einen Strafpunkt dafür kriegen. Ja, also... Nein. Sie befinden sich vor dem Rathaus von Hill Valley. Das ursprüngliche Gebäude wurde 1885 errichtet. Wissen wir. Etwa 20 Jahre nach der Eingliederung Hill Valleys in den Bundesstaat Kalifornien. Obwohl das Rathaus den örtlichen Regierungssitz darstellt, diente es in der Zeit nach dem Erdbeben 1906 in San Francisco als Notunterkunft. So sind die meisten Bürger Hill Valleys Nachkommen der Betroffenen aus San Francisco, die sich nach der schweren Katastrophe hier niedergelassen haben. 1976 erhielt das Rathaus im Rahmen des Innenstadtsanierungsprojektes die ersten größeren Anbauten seit seiner Errichtung. Zusätzlich wurden 128 Büros in den neu errichteten Flügeln des Rathauses und ein neues Bürgermeisterbüro im ursprünglichen Uhrenturm eingerichtet. Sehen Sie genau hin, dann können Sie noch immer einige der Originalelemente in der neuen, in internationalem Design gehaltenen Fassade erkennen. Tja. Ich meine, ist ja mal ganz nett, irgendwas um Hill Valley zu kennenzulernen, ne? Officer Danny Parker. Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einser-Schüler bist? Ach, das hatten Arbeiten? Wir... Genau. Ach, das hatten wir schon. Heftig. Ja, ne? Heftig. So, dann... Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Ja, nee, genau, ist klar. Bürger. Versuch es doch einfach mal.
Hill Valley Rathaus. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen. Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, natürlich, Edna. Da haben wir Biff. Biff? Und Doc. Doc? Doc, warte! Ich muss mit Ihnen reden. So viel dazu zum Thema Reden. Ja, aber wir haben Biff gesehen. Ah, oh, diese Steuerung, ne? Die macht mich noch fertig. Reden wir mal mit Biff. Biff? Hey! Du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown-Kadett des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger-Plus-Programm interessiert? Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist, war da Doc Brown drin? Ha, Doc! Das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter Mistkerl. Okay. Ich weiß nicht, warum du das zu einem Sonderfall machst. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen, verstehst du? Ja. Was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Alles klar. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger-Plus-Programm hilft... Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja... Schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln. Aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Okay. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ja, ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Okay. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Alles klar. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Alles klar. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Oh je, Freunde, es tut mir leid, dass in diesem Part so viel zu erzählen ist.
Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Och, nichts. Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der Erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Oh Gott. Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Und ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die Klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf. Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow, wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Okay. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger-Plus-Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Na super. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger-Plus. Okay. Schicke Klamotten hast du dann. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Alter. Stellt euch mal vor, jeder müsste dasselbe anziehen. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger-Plus-Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, bäh. Okay. Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Ja. Quäl mich nicht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Okay, so, Freunde, wir sind endlich fertig. Diese langen Gesprächsdialoge. Ach, guck mal, wer da kommt. Was hat Jen jetzt vor? Tja, was hat sie denn vor? Ah ja. So viel zum Thema, keine Regeln brechen. Aber Freunde, ich sehe, die Zeit ist wieder erreicht. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Es tut mir leid, dass in dieser Folge nicht allzu viel passiert ist. Das ist ein Grund, warum ich dieses Kapitel nicht so mag. Aber ich glaube, es passiert definitiv noch einiges. Also in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitag. Haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss.